Es fehlt noch 15 Leute am Fest schon, also rein mit euch. Und 3 Menschen für auch noch Fisch, außerdem eigenes Buff. Ist da. Soll der Rest auch da sein? Inami. Tanken to Ray, Elba und Tyrfane. Ultima kommt. Den Loot kannst du dann mir zuweisen, das Sheet kann auch ich heute machen. Da kann die naja mal ein bisschen Pause machen. Nicht, dass ich das verlange. Ah, T reinziehen. Und Missy kann heute mal Pause vom Leiten haben. Ja, letzte Woche habe ich geleitet. Ach, du hast geleitet? Und warum Missy nicht LK? Missy hat LK geleitet, die anderen 11. Okay. Ich. Oh, ein Hunterstachel. Die Rangers waren. Und wie ich auch schon letzte Woche gesagt habe, auch mit dem Trash mal ein bisschen schauen, dass wir weniger Tote haben. Und das war letzte Woche furchtbar. Mit dem Trash aufschießen und mitspielen. Haben wir 2 an der Stachel da? Und dann fängt man gleich an zu wirbeln. Aber ein Tankstache. Mies kann sich um die 2 in der Mitte kümmern. Oh, letzter Charge. Am aufpassen. Dann direkt schon mal die nächsten Stacheln. War ich in einem Camp. Sind aufpassen, du bist noch auf Flamme irgendwie. Ihre Disco kann Ömler reinziehen, Radio teilstellen. Mache normal Stacheln und dann wirbel dann noch mal los. Noch welche schafft. Ein Tank am Schienen.
können hier nochmal das Zeug leerlooten, was hier herumliegt. Ist dann despawned. Euer Mana verrecken. Hier auch nochmal ein Ladytisch. Nimmt sich dann Elba die linke Seite. Tiafane die rechte Seite. Kratos hat von hinten die zwei DKs und dann die Boss-Tanks in Phase 2. Elba kümmert sich hauptsächlich um die Jets und spielt weiter in die Links-Rechts-Taktik. Ich habe auch noch zwei schöne Items. Ich glaube nicht, dass die noch jemand braucht. Hier stimmt. Ach, ja, cool, braucht es noch. Bestimmt auch für PvP. Ja, ich habe nicht. Haben wir einen Abnehmer gefunden. Benny, bist du da? Sind alle bereit? Der Timer kommt. Die Übernommenen nicht umkläfen. Schaut auf die Timer. Dankeschön. Packt da und drückt Spalten. Wir haben drei Eulen. Haben wir übernommenen. So, und dann die Mages noch schieben. Priorität haben wir die Melees. Ich kann ja das Zeug unboxen. Gerne brauchst du da noch was Akku zählt. Hat jetzt dann in 5 Sekunden die Übernommenen. Ich könnte einmal den Cleave jetzt einstellen. Die Übernommenen rauszuziehen. 2 Melis dabei. Wirbelwind. Ah, kein Cleave bedeutet halt nicht kleben, ne? Ja, wahrscheinlich ihn gehauen, dann hat so gehauen. Oh, und das Zeug hier umboxen, mir ist es umschwenken. 5 Sekunden bist du nur übernommen, dann. Und die Übernommenen gleich rausziehen. Gleich Fläume mal alternativ aufheben und Ilya kann Hinami aufheben. Ich nehme an den 3-2-1. Nachbuffen nicht vergessen, Ads einsammeln. Und alles umboxen, was hier rumsteht. Dann Ausdauerbuffs draufdrücken noch. Eine Ad noch von denen wegspotten, ne? Geist aufpassen. Also ein Marke von Schädel. Und übernommen raus zu 10 Mili. Ein Elber eine Raid-Sack ziehen, Geist aufpassen. Nächsten Geister sind nach. Bewegung, nicht stehen bleiben, Diamant. Alle drei getriggert, ne? Ihr müsst da mal ein bisschen besser aufpassen. Nächsten Geister sind nah. In 2 Sekunden an die nächsten Übernommenen. Übernommener raus, C10. Geist aufpassen. Denkt ans Interrupten von den Frostblitzen. Minimaus kann dann gleich Racing aufheben, wenn er aus dem Links raus ist. Minimaus dann Racing aufheben, den Schurken.
Schwein. Heißt auch da. Ich habe die Geisterrunde. Kannst du jetzt annehmen. Waff den nach, Ausdauer ist die Karte und Zeugs. Geister wieder auf was. Gib mal nochmal raus zu 10. 2 Range, 3 Rangers. Das Staufer war vielleicht gerade nicht, war das Beste. Und Geister wieder aufpassen. Ich kann gerne was für Mana spielen in eurer Gruppe 5 dann. Noch hinstellen. Geister mal aufpassen. Die jetzt mal schauen, dass sie so getankt werden, dass sie da im Krieg mit drin stehen und auch umgekriegt werden können. Wir können auch die Tiefes einfach ranziehen, ne? Noch mal rauszuziehen und Geister wieder aufpassen. Ein Elba Raidset, Geister wieder aufpassen. Dann ziehen wir noch einmal rüber. Geister wieder aufpassen. Ein Minimaus Inami. Noch vom Off-Tank. So, also den letzten Ärzte. Wir kriegen gleich jetzt nochmal übernommene, die nochmal rauszuziehen. Dann. Übernommene aufpassen. Die Dissel kann man Gottes immer einfach reinziehen. Und Geister aufpassen. 5% noch. Ja, nochmal das zweite Tide hinstellen an Gruppe 5, bevor er komplett umgeht. Geister nochmal aufpassen, letzte Wave. Haben wir es geschafft. So, wer kriegt die Shards? Rani. Rani, okay. Ich habe jetzt anzulegen. Also nochmal braucht sicherlich keiner. Wolltest du mich umlaufen? Ich bin noch umgelaufen. Achso. Ich spreche einfach nicht zu tun. Watch hat's auch nicht mehr geschafft. Dreimal Müll braucht da jemand was davon, wahrscheinlich mit Sicherheit nicht, oder?
okay. Wenn ich mir da den offiziellen Speedrun da angeschaut habe, die nehmen sich da gar keinen Jetpack, sondern der erste stürmt nach vorne und spricht so schnell wie möglich an und die gehen dann dahin über die Treppe. Die springen da irgendwie über Aufschiff rüber. Mit Levitieren? Das geht, glaube ich, aber auch nicht. Das auch vorne funktionieren, so haben wir regelmäßig gemacht. Ah, okay. Nicht funktioniert es vorne nicht. Mal hier rum. Probier's mal. Ah, okay. Ja, das war eine Hotterei. Nee, da kommen wir nicht hoch. Aber Saufang gibt, tötet einen da. Aber wenigstens hat Fleumel schon die ohne tote Bunge aufversorgt. Nicht mehr ich. Ach, der ist selber probiert. Schad war jetzt einer innen, ne? Ja, muss ja. Warte, hast du mich noch nicht eingeladen. Ne, aber ich hab ja gehört, Zeit. Das Schiff durch. Kein Ring. Das ist doch ein Kotzen. Ups. Und dann pottet mal, stellt mal bitte einen Potter und Stift. Machen wir so Stoffhändeln. Das Hand immer wieder. Doch, Kopf. Ich fiel's. Wer ist ein Zauberer? Der Film. Film. Der Tür-Film. User left your channel. Kann ich wieder auflenken? Ich denke, es ist jeder da. Kannst du ansprechen? Die Zeit gewinnen. Oder dann noch so alle an Buffs nehmen und so ein Zeug. Ich würde auch alles an Buffs nehmen. Und die Nami, Soli und Sekur können wir mal ein Fläschchen reinwerfen. So, haben wir noch irgendwo ein Plätzchen für mich? Links bei der einsamen Eule. Und die Nami kann auch noch einen Fisch. Kann ich einfach Bullet hier reinziehen. Ach, wir haben ja einer einen Teil hat der T und Citrayo Bullet hier und 5 Big Chick Schwimmer. Bisschen schön spielen.
Mal auf Rani. Ist ernst, komm. Jetzt noch mal auf die Nami. Hier Disco und Hymne, 10 Radio Teilstellen. Zum Soft Enrage. Spielt mal die zweite Mana Combo auch. Hab ein Guerilla daneben da. Letzte Eins, den wir spielen. Kann man auch Weltzeit. Also ich hab da einen CD für einen Thresher auf. Natürlich nicht. Aber du blutest doch immer an. Aber echt? Blutgiftklinge. Na doch, ich hab den Spalterball. Wenn wir die Tee drin aus Kalkuchen erstmal verschreck auslassen oder was? Da holt sich ein Stein. Ein hartgezogen für sich so. Abgepennt, gehen wir solche oder Frost? Ja, wir gehen zu Frost. Warum sollten wir das anders machen? Keine Ahnung, ich mach's mir leider nicht, sorry. Olympia-Starter, weiß ich nicht, spielen. Mit solche Frost, Blutklaue. Das ist doch eine Frau. Das heißt mir noch eine Frau. Und die machen alles anders. Die sagen, passt schon, passt gar nichts. Ich glaube, das sagen die Frauen auch vor den Männern. Also ich kann mal fragen, wenn ich sag, passt schon. Das ist das allerhöchste Kompliment, was du haben kannst.
Mehr geht nicht. Wenn die Raids gut laufen, kann man das jetzt auch dann in Zukunft immer so machen, dass wir 5 Minuten vor Raid statt an einem Platz ausräumen. Und der kann auf irgendeinen VOS oder was auch immer. VOS Hunter Krieger und dann kann er die Tokens dann mitnehmen. Früher oder später kriege ich so alle eure geschafft. Dann haben die wenigstens schon mal gepufft. Machen wir aber dann kurzfristig 5 Minuten vor Raid statt. Soll ja auch Vorteile haben, wenn man NPS zuhört, ne? Kannst du das nochmal sagen, ich hab zugehört. Genau. Wer bist du da? Hallo. Immer nicht. User left your channel. User was moved out of your channel. Noch gerade hier dann gleich mal einen Sport hinpflanzen, so Terlands auf dann. Also das geht dann Krux her, du bist der einzige Hexer. Ah ja, dann nochmal bitte. Hab ich gerade nicht richtig gehört. Ein Porter. Schnell genutzen, kriegen wir sogar noch bevor er kann. User joined your channel. Der hier ist ein Dreieck noch, lass mal hier was durch. Dann können wir dann auch direkt starten, wenn die Dame fertig ist. Ja, Elba kann sich dann um die dicken Monstros kümmern und die Tikis kümmern sich um den Rest des Zeugs. Meuchelschurke Todesfall. Du was? Rein. User joined your channel. User was moved to your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. Nächstes Skelett. Monster fällt auch.
Sollten uns mal zukünftig entscheiden, ob wir zuerst die Monster machen wollen oder zuerst das Skelett. Weil es gleichzeitig ist immer so ein bisschen. Na. Ich empfehle, dass wir zuerst die Monster machen. Also die nächste Monster kommt einfach alles draufklopfen, was er hat. Unterdrücker natürlich immer noch Bio. User was moved to your channel. User joined your channel. Hallo. Hallo, User. Ja, und oh, links das Skelett. Das ist eigentlich auch Ceiling Wind geworden. Spricht nicht mit uns. Ich nehme an, dass die Heiler dann hochziehen, wenn sie rauskommen. Ich glaube, das war das Bleizeug unboxen. Wie bitte? Ich glaube, der ist gar nicht mehr hier im Channel. Ach stimmt, ich bin schon wieder drauf. Kann ich auch später sagen. Aber doch sein wollen, oder? Ja, also Kollege von uns. Du kannst Ruhe lassen, auch unter Druck anboxen, das kleine Zeug von der Heilung von Heilung. Ich würde ihn ja mal fragen, aber der Kerl hat ja kein Handy. Was eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Gar kein Handy oder? Nö, ich möchte einfach nicht preisgeben. Also, er sagt, dass er kein Handy hat. Vielleicht möchte er auch keine Diskussion anfangen, ist mir egal. Ich meine, wir leben so in einer Zeit, also stört es irgendjemand, wenn er eine Nachricht bekommt? Wahrscheinlich nicht. Kommt auf Anfang weg. Ja, gut, manche Personen, aber die möchte ich auch nicht, dass sie mich auf der Straße grüßen. Nochmal was von Taekwondo du gehört? Von wem? Taekwondo du? Hallo, Tode. Wir haben mir geschrieben, habe ich ihn gebeten, dass er meine Nummer löschen soll. Und ich möchte weder über ihn reden, noch schlecht über ihn reden. Einfach gar nicht über ihn reden, können wir so der Hand haben, danke. Also ich bin jetzt auch nicht böse über ihn oder sonst irgendwas. Sondern einfach so tun, als wäre er nicht hier. Dann habe ich hier eine Mage-Brust, die wahrscheinlich niemand braucht, glaube ich. Einen Gürtel. Wer braucht die noch? Ja, dann Gürtel im Ding und Bam kriegt den Gürtel. Oh, von Epic immer noch. Ich würde oben voll vorsichtig gemacht. Okay. Umso besser, wenn der Loot rausgeht. Ein Kristall hat jeder genug. Wenn mal jeder mal verkaufen würde, dann würden die gar nichts mehr wert sein, oder? Eine kleine Brust. Schuft mittlerweile wieder warm. Wie bitte? Ach, ich hab einen Besitz. Ein Auflauf. Was ist mein Auflauf? Ein Auflauf. Gut. Hast du ihn auf den PC gesetzt, dass er warm wird, oder was? Ein Viertel davon als Frühstück gehabt? Ja, ein Viertel esse ich jetzt auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche echt das du spielen würdest, aber die stehen halt als Piss inne. Keine Ahnung, was du machen sollst. Ach, machst du einen schönen Auflauf. Und dann hätte er auch noch zwei Tage. Ich weiß gar nicht, sprichst du mit uns eigentlich? Oder sprichst du noch in der Discord oder dem anderen? Er spricht mit seinem Auflauf. Ah, ja cool, ich bin ja hier gar nicht mutet. Was gab's denn für einen Auflauf? Sprich doch mit uns. Ja, ich kann auch mit meinem Auflauf.
Was war denn in dem Auflauf drin? Was sagst du? Was war es denn für ein Auflauf? Also ganz normal, Nudeln, Hackfleisch, Paprika, Zucchini, also Kram halt, was man halt so gerade da hatte. Na ja, gut, mit Käse überbacken schmeckt alles gut. Genau. Noch ein bisschen Hürdenkäse rein und. Ich mache im Moment da die sozusagen Fastendiät. Oder esse halt im Moment kein Fleisch. Und. Ja, also ich sag's mal so, mit Sahne und Käse schmeckt alles, ne? Kann ich eine Zeitung auch in den Auflauf reinpacken. Jo. Das stimmt wohl. Ja. Du packst ja mal einen rauf an, dass der am besten nicht abhebt. Ja, es geht schon. Also ich muss sagen, wie vermissen. Nennst du das dann, Ayani? Überbackenes Pappmaché oder? Genau. Ja, ist ja wirklich so, also es ist echt schwer da irgendwie trotzdem gesund zu kochen. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie einen Blumenkohl mache oder Brokkoli oder sowas, dann irgendeinen leicht salzigen Teig machen, das frittiert, schmeckt das gut, aber da kann ich halt Chips auch essen. Ne? Du hast Kinder, du kriegst denen noch nicht mal das frittiert verkauft. Ich habe mal so Haferflocken Zucchini, mal selber im Garten so Zucchini Pflanzen haben. Haferflocken Zucchini, so Fleischpflanzer. Oder wie sagen die Ossis? Genau, gemacht und da haben die ihren Kinder gesagt, ich will noch mehr von dem Fleisch, also es geht schon. War aber auch echt gut. Und ich dachte, mit Essen spielt man nicht. Haben wir hier eigentlich irgendeinen Schalke-Fan im Rät? Also scheinbar nicht. Schade. Oder irgendjemand, der in der Nähe wohnt. Sind Schalke an sich, weiß ich auch nicht. Hier ist ein Kirchen. Wie viel Heiler brauchen wir hier? Was sagst du? Viele. Wir haben da ein also Heiler, da ein Heiler. Wir machen einfach 6. Wir haben jetzt 6, das reicht aus. Wir machen 6 mit okay. 25, perfekt. Wichtige Frage ist, wer halt dann bei Kamit? Niemand. 3 Euren. Niemand wollen es mit 4 machen. Heute schaden. Kann auch auf Frederik. Dann macht's mal mit 4. Ihr könnt dann starten. Der DK ist natürlich hier Boss-Tank, Phase 1. Und auf Frederik gehen? Also, ne, ja. Ich glaube. Artex muss noch sein im F vergeben. Ich glaube nicht, dass ich dich auf Frederik haben will. Eine 2 PS im Barrikar immer ganz schnell blöd. Oder kein Botsch eigentlich, ist mir egal. Jetzt spielen wir mal Syndra sauber. Fame, ich weiß es nicht, ob du Verbund oder das andere spielen willst, aber ich habe jetzt für Verbund natürlich bis alles ranziehen. Punkte raus, ne? Markiert noch runter. Los. Nimmst du einen Schlag.
Und noch ein Grab. Links hinten. Noch einen Einschlag zwischen den Gräbern, da aufpassen. Alles zudotten. Ausholen. Planen sie nochmal hoch. Markierten dann wieder runter. Okay. Rechts hinten. Ungefähr gleicher Winkel. Links. Ein Einschlag jetzt noch, damit wir alles zudotten. Los raus. Wer hat denn noch links auf? Wir können da ein HT reinziehen. Dann gleich in Phase 2 rein. Und dann jetzt mit den nächsten Stacks aufpassen. Neue Stacks wurden verteilt. Wir haben Famous Form. Famous Form. Muss ich nach vorne, jetzt kriegen wir das ranziehen, schau, dass er noch im Grab steht. Bleib fern vom Grab. Raus. Einmal dann vor. Die ist weg. Die nächsten Sticks wurden verteilt. Und gerne mal in Gruppe 5-mal malermäßig was spielen. Muskelkater muss vor. Nochmal Reihe vor. Nächsten Stacks wurden verteilt. Selber toppen.
sie zur Seite und motzt euch. Dann explodiert dann einfach allein und explodieren oder Bubble zieht Element zum Beispiel. Oder mehr Schaden machen. Nicht in der Gruppe explodieren, Leute. Wenn ihr stackt, ist uns unendlich, dann geht die 20 Meter raus, er stirbt alleine. Dann wieder ein Flügel. Schön, wenn es auf Second rausgeht. Nee, da sind gerade schon einige frische Waffen dabei. Ich glaube einmal weiß ich. Drück einfach bei Sündern nicht auf doppelt, also es ist zweimal doppelt, zweimal weil ich drin, aber für EP ist es gleich. Und das kann ich dann einfach manuell da ändern, da fällt auch gar keine mehr auf. Ein Guerilla kann ja gerne mal einen Mann im Neuen ziehen für die Heiler. So, jetzt. Wer möchte Fühler haben? Sind viele Pluses. Also, guck sie jetzt hier. Ja, da willst du ins Zimmer gehen. Ach doch, da brauchen schon noch einige. Ein Krieger braucht einen Mann, oder? Und deren Muskelkater. Sie haben das sowieso nicht, aber die Risse brauchen sie auch nicht, ne? Ja. Keine Widerrede, passt. Merci. Brauchst du noch Inner-Tokens? Nee, danke. Warst schon mal mit dem Ding dabei noch? Ja. Ich hab noch 4 auf der Bank. Stolz auf euch, dass ihr so schön auf mich hört. Wir hatten heute im Trash nahezu gar keinen Tote. Ich glaube noch nicht. Wir legen das mal auf die Bosse. Wir haben noch Blut vor uns, nicht zu viel haben. Ja, also natürlich stirbt mal einer, darum geht's ja auch nicht, aber letzte Woche, wir waren ja mehr am Buffen, wie wir am Kämpfen waren. Ja, dann gleich links zum Faulen haben.
können wir nochmal vom Fisch essen. Lass nochmal nachdrücken, wie so fehlen. Beim Priester was und so ein Zeugs. Könnt euch aufstellen. Wer fängt denn an? Der Akro hat. Am besten kein DD. Ray meldet sich für mit einem Plus. Die Sporen verteilen. Komische Dämme. Auf dem Tank auf dem Hillfaller hat. Die Dinger mal probieren, ob die schmecken. Den Sporn verteilen. Kannst dich langsam bereit machen, Elba, bin bei 8. Und 9. Machen wir einen Tankwechsel jetzt. Letzte Sporn. Vielleicht die Mastery von Honey und die Rätsel vom Tank, wenn sie schon bereit sind, müssen bereit sein. Mastery und Rätsel wird. Ihr könnt eure Tides da fallen lassen, meinetwegen auch eine Hymne von GD Disco. Seid ihr wieder schön voll. Und braucht er nicht mehr zu spielen. Zähne toppen. Und ach, jetzt geht der Demo rein. Und bring das Mühe kurz mit. Sorry, ich habe auf den falschen Timer geguckt. Ist nicht so schlimm, aber wenn, dann musst du halt ganz in die Mühe, so nicht so halb in die Range stehen, ne? Zum Ende noch so ein Kutschen. Alter, wer hat noch die Blutquest? Muss ich Sarah schenken? Aber cool, wer sonst?
Oder Elba. Wahrscheinlich musst du beiden das aus. Ich, so wie ich die zwei kenne. Ein Schattenschrott hat er bestimmt auch noch. Nee, Elba kann es nicht nehmen. Das ist Talents. Rani, einmal Hände für dich. Ich glaube, die waren noch nicht drinnen, seitdem dass du im Raid bist, oder? Du musst die drei machen, solche Blut, Frost oder selber. Du kannst dann gleich die Seuchen kurz machen. Die Nachbarn fallen nicht über das Klopfen an. Racing möchte 10 GP haben, oder? Wenn ich die Blute kriege und Splitter sammeln darf, dann ja. Schau mal, dann hast du endlich die Hände. Also jetzt sind sie bestimmt jede Woche drin. Mir drauf, dass meine Nachbarn aufhören zu klopfen. Gibt's noch einen Fischwall für diejenigen, die wollen? Ne, ich reck gerade hier noch meinen Mana voll. Die Stunde ist auch um. Das große in der Mitte. Gleich wieder in der Mitte ein großes. Großes Darm. Stehen der Pfütze, das tut weh. Schick gekotzt. Für Mana, wenn ich verkehrt. 20 Sekunden. Gibt zumindest mal anrücken raus. Wir sind bei 4 Sticks mit dem. Okay, das wird zum Mana mit 10 Radio Teilstellen. Was ist dann wieder in der Mitte? Wenn wir zusammenkommen, gibt es dann die Explore. Sammelt euch mal ein Viereck. Und laufen.
Was ist da an? Einfach noch Rätsel oder sowas rein. Nichts groß in der Mitte. Müsste haben wir den Boss gleich geschafft. Müsste sie jetzt nicht aufheben für den Trash. Habe ich hier in den Rücken. Der Rest ist nur Schrott. Keine Ahnung, was man als Blut spielt. Spielt man denn als Blut? Geht zumindest als bis Item enden. Wie heute sind schon lange nicht mehr rausgegangen. Da geht dann Elba in die Monstro rein und Ray nimmt sich den Boss. Wie sage ich nochmal für die Quest? Du sagst, du spielst erstmal ganz normal zum Übergang, lässt das erste Grüne aus, bloß dass du zum Übergang beide ansprungen kannst. Wir haben keinen Baum, deswegen musst du ein bisschen mit den Schützen spielen. Dann tust du das Orange, was dann als erstes bauen wird, in Phase 2 anspucken und danach saugst du, dass du deine Quest machen kannst. Das nächste Grüne wirst du dann nicht abspucken können und dann schaust du, dass du zum nächsten Roten wieder genug hast zum Anspucken. Ich sag's auch nochmal im Kampf an. Wer macht denn die Quest? Elba. Ja, der hat sie schon mal gemacht. Warum hat sie? Das gibt es bestimmt denn. Wahrscheinlich deine ganze Zeit dann. Musst du dann am Ende bloß noch mal kurz reinspotten für die drei Stacks. Für die Mund müsste ja auch ohne Schild wahrscheinlich sein. Passt auf der Bank, dann gehen wir schnell noch einer ran, baut man nochmal ran. Das war glaub nicht geplant. Oder ein Juwelstern, dann brauchen wir bloß einen Schiffstern. Aber nur wenn er selbst Ingi ist. Ja, das meine ich ja, also halt einen Ingi Juwelstern machen. Meine Geschichte haben mittlerweile alle Ingis. Macht das einfach viel besser. Und einfacher. Meine hat Ingi Level 60. Ingi geht auch recht schnell und relativ günstig, das einfach mit Auktionshaus. Also Schnell ist dabei. Gut. Ansonsten waren alle bereit, dann stelle ich jetzt einen Pool-Timer. Bei Flas fehlt dann noch so alternativ Elba Kiri Disco. Gebt euch eure CDs auf, müssen Damage-Stop machen. Wie gesagt, dann schau, dass du ein bisschen mit den Pfützen spielst, dass du da immer so ein, zwei noch da hast zum Saugen. Und der Bonus ist immer noch ein bisschen anstrengend. Ja, wir gehen zum Grünen.
aus jetzt, dass du irgendwie auf 100 kommst für den Übergang oder zumindest 50, dass du das Orange schon Ansprung nimmst. Recharge ist da sehr gefährlich, der war hier da gerade angeplant. Jetzt hier ein paar Phasen. Kommen wir vor zum Tisch. Wir haben beide anspucken. Focus Damage immer auf Orange. Stoli kann dann totstellen. Ob den aber nicht vergessen. Racing Convention. Passt. Oh, ich meine, der Bob war da drin, das ist gut. Und schaust, dass du so hoch wie möglich kommst, dass du dann das Orange schnell anspucken kannst und danach kannst du dann deine Quest machen. Und Anregen verteilen auf die Heiler. Und die Flummis und die Midi-Flas dazu. Spitzen sind da. Fliegen dann gleich die Flummis und danach kommen die Midi-Flas. Flummis fliegen und Midi-Flas kommen. Jetzt brauchen dann gleich das Orange, ne? Das Orange jetzt noch einmal anspucken und danach kannst du auf 100 kommen und deine Quest machen. Hammergolf wird verfolgt. Flummis aufpassen. Minimaus kann dann gleich mal Perlements aufheben. Wieder gestorben, kann Fläume noch mit Perlaments aufheben. Hab danach seine Quest gemacht und schaust, dass jetzt wieder auf 100 kommst für den Übergang dann. Aber passt auf die Flummis auf, Flummis fliegen jetzt. Hummer Golf kann babbeln. Seuche vielleicht auch unter Kontrolle bringen. Bring die Seuche raus, kommt. Verteil Seuche. Ist er tot. Und kann Dill ja nochmal ran hier aufheben. Flummis fliegen gleich nach dem Caster, aufpassen. Flummis fliegen. Machen wir das Orange nochmal. Ja, müsste die Monster daneben bei mal heilen, ein paar Wellen oder so, dass die hochkommt. Werde ich dann verfolgt. Dann das letzte etwas wir spielen werden. Bleibt bitte auf Abstand, da fliegen nochmal Flummis. Du musst mich schon toppen. Und zieht dann Prof in Phase. Flummis nochmal aufpassen. Die Midi-Pflaster dann nochmal, müssen wir mal aufpassen. Du solltest genug haben, um beides anzuspucken, nicht? Kannst noch ein bisschen Schaden oder so Orange noch machen. Und dann kann da, beziehungsweise warten erst auch noch. Ah. Raidsack vom Tank. Messi kann totstellen. Und kann da AT reinziehen. Und könnt alles bobben, was er findet. Also rot bobben. Und Racing wird mal verfolgt. Mal weglaufen. Spend. Okay. Will den Range Camp. Dann kann ich Disco und eine Hymne reinziehen. Radio Tide. Ausweichen. Mal schauen, wie er mit dem Fitze da spielt. Die ist dann ganz komisch. Aber noch hat er ein bisschen Platz. Mini-Flasks. Im Ranger schauen, dass er da dann vielleicht mal schnell vorbeikommt mit dem nächsten. Elba hat jetzt den Boss. Was darf nicht Dings an, Gott. Muss der Eck da raus. Kann jemand zwischenspotten? Soll ich hinkriegen.
Alles hinbekommen, okay. Dann kannst du dann den nächsten nehmen. Sagst du Bescheid? Jetzt. Wo ist denn mein Sport? Ja. Und passt auf Handzettel auf, kriegt den getoppt. Er ist tot, hat aber keinen Stack gehabt. Elba ist auf 4, dann vielleicht mal. Ah, der. Okay, hat geschafft. Die Quest müsste geklappt haben. Richtig? Wie wichtig ist er mit dem Monster? Du musst in dein Questlog reinschauen, ob die geklappt hat oder nicht. Ja, nein. Mach was wahrscheinlich. Mana Bedarf, du möchtest einfach die Monster nicht da 8 genug haben, du musst die mehr wollen. Du musst mehr Schaden machen. Ich muss mehr überleben. Auch mit einem blauen Schild auf Stufe 77. Und dann haben wir hier so einen Baumteil. Dann geht er den Quest abgeben, wenn es geklappt hat. Das Krieger-Token gibt dann wieder unsere Krieger. Also einmal Spam noch drinne und einmal Ayane. Ja. Der Retri hat ID für PDOK. Ja, das kriegt man hin. Du hast ja noch Auswahl. Ja, ich habe noch so zwei, drei andere Chance. Ich habe keine Lust, in PDOK 5K Class durchzuziehen. Ich spiele mir lieber mit dem Class die Toten nachbuffen. Jetzt auch noch meinen Lachs. Da haben wir irgendwo einen Korb verloren. Was passt denn mit der Radaufstellung nicht? Die Nami identifiziert sich nicht als Katze. Da wird richtig stehen dann. Nach Prof? Welcher Prof? Kannst du jetzt Rad noch mitspielen? User was moved to your channel. Persos, bist du da? Jo. Kannst du dann schon mit bereit machen? Wir machen noch schnell Rad und dann kannst du reinkommen. Mit DK oder was? Ja, Ich mache hier nochmal einen Raid-Check und.
Außer irgendjemand von diesen ganzen Handlern und Mages möchte für LK auf UH gehen. Da kann es doch auf Fury gehen, da ist glaube ich auch irgendwas rumfliegen, was Fury-mäßig ist. Das kann sich dann verteilen, raid sich dann von Elba auf den Mordrex. Es gibt dann auch noch einen zweiten Mordrex. Nettig ist one links. Treppe. Den nächsten dann vom hier Palladi raid sich auf den nächsten Mordrex. Und Mies nochmal verteilen. Kaldacham aktiv, Range kann dann bilden. Nettig gespawnt. Dann mit Bankirilla. Neue Anregen schon mal an die Heiler geben. Und HT mal für die Toten reinmachen. Nettig links von uns gespawnt. Krux hier muss laufen. Bäume hat sich tot gelaufen irgendwo da hinten. Kehle aktiv. Rechts von uns Genetic. Bei den Toten gibt es ein Ghoul drauf. Okay, das so kann man immer reinziehen, Rayutite. Wie sieht's aus? Ja, der Timer wird wahrscheinlich später Vortex. Ist Rayo gestorben? Kannst du angucken, wenn du ready hast. Danach ein Wechsel auf Valanasen, später Vortex. Damit es so ein Vortex aufpassen. Milius, verteilt euch, lauft euch nicht tot, halt euch gegen im Windel. Muss ich jetzt verteilen auf den Vortex wie die Raidzig vom Tank? Ja, Retris, halt euch mal gegen. Kein, gibt keinen zweiten. Ohne Kinetic. Ja, gut, Uha. Raytop nicht vergessen, ist Hälfte Leben. Beide Tide mal noch hinstellen, Bankirilla noch eine Mana immer noch rein. Das war ein nettes Teil noch aktiv. Vortex da in der Mitte aufpassen. Flamme kommt auf Minimaus. Aufpassen, Ranger ist noch ein Stück zur Seite. Oh, Flamme wird nicht mehr angekommen, ist Feuer tot. Den Fläumel da ganz links an der Tür aufheben. Und dann tauscht ihr zweimal. Danke fürs Mitkommen, Sinne. Ja, und dann euch noch viel Erfolg. Ja, ich hoffe, wir brauchen jetzt für LK nicht genauso lang wie für die ersten 11 Busse. Der liegt jetzt. Aber wir haben ja heute 2 Stunden Zeit für LK. Nächste Woche Ruby, hab ich gehört. Ich hab gehört, wir machen jetzt 2 Stunden LK. Wollt ihr nicht noch PDOK wieder machen? Bullshit, alles First Try. Defender beim Tank raus. Boah, gehört LK als First Try, POK ganz schnell durch und dann geht sie sogar noch ein EPG-Pyruvia.
Aber Fokus Ruby. Ja, dann mach ich lieber meinen 10 HC. Mach das gut. User disconnected from your channel. Deine Quest für Blutkönigin bekommen, das ist doch schön. Dann kannst du die Quest für die Blutkönigin dann gleich machen. Also wieder die Schattensteine anmaßen. Möchte jemand was von diesen drei wunderschönen Items haben? Der Ring ist ganz brauchbar für Hippas, die keinen Luftschiffring haben. Weiß nicht, der sieht recht glücklich aus. Der hat Ruby HC und Rufring an. Ja, du hast die Bestiefel an, dann kannst du die auch haben. Da ist schon mal ein Lachs vorbereitet zum Essen. Der normale XD ist schon dabei im Hochlaufen. Und in der Zeit euer Mana eigen. Der erste Biss ist free for all, der zweite geht dann auf den Off-Tank Elber. Die Leute nicht wieder, nicht dass wir wieder einen Kindergarten haben. Okay, der XD dann noch nachbuffen. Diese Buffs durchziehen, Soli fährt noch im Bett. Besteht vorne am Eingang. Korb fehlt noch eine Magierrüstung. Das ist ein Bulltimer. Cool, sucht übrigens Krieger zum Kaufen, falls jemand einen hat. Ach, so bist du auf Fleumen. Mit was? Du weißt dann gleich als zweites dann Elba vorne. Oh ja, nochmal ein Viereck im Kopf. Ich glaube, das sucht eher kleine Krieger. Aber schon keine frisch 80er, sondern hat irgendwie so Inhaltschaft. So gerade so raidfähig oder was? Ungefähr, glaube ich. Ich war für den Samstags ECC 25 HC bei Ayani. Ne, genau, um die HC-Token mitzunehmen. Eine Angel als Hauptwaffe, aber Hauptsache T10 HC. Dann gibt es dann 6 Sekunden in das. Die Hotdog-Shots kannst du verkaufen, die will keine Sau. Kann sich dann gleich Tyr Fame den Biss vom Off-Tank abholen als nächstes. Der Biss kommt dann kurz vor der Flugphase. Flamme und dann geht's dann nach oben. Adex nochmal die Flamme. Dann gibt's dann 7 Sekunden den Biss.
kann sich dann gleich XD den nächsten Biss vom Off-Tank abholen. Bin ich der Einzige, wo sie gerade fragt, wer XD ist? Das ist... Ah, okay. Dick. Ah, das ist okay. Ja, spiel ruhig was beim Maler hier. Bist du hier und irgendwann ist noch. Irgendwer Aggro gezogen. Jetzt dann 7 Sekunden im Biss. Voll der gespottet. Aggro ist eigentlich nicht möglich. Jetzt wollen wir nochmal laufen. Dann hole ich mir dann den letzten Biss vom Morphling ab. Und Rasensport. Ah. Ja, Non-Tank in Armitown hat mein Boss. Also war ein Sport von den Army. Macht halt auch Schaden, ne? Ich muss nochmal laufen, dann flattert sie wieder hoch. Das könnte tödlich enden, ne? Lass mal noch eine Raid-Sack reinziehen, aber. Oh Gott, ist nur vom SP. Wer noch einen Biss-Partner braucht, die hüpft da auf der rechten Seite. Ja, hast du die Quest dann geschafft, Elber toppen? Der Gas geben, haben noch 3 Heiler. Ja, haben wir noch, mal übernommen, dann. Die Aktion muss noch mal laufen. Die mal Gottes von mir dann Bankierer. Hat Cooldown, die lief gerade schon. Hat schon, ist schon alles raus. Oh, einfach Schaden, jetzt wir hauen den Boss an. Aber Raidzeug ist noch frei, haut immer rein. Kommt ja kein Schaden, ne? War bloß bei Flugphase so gewesen. Ah, Quest müsste geschafft sein. Das war nochmal richtig stressig. Ja, das erinnert mich irgendwie an letzte Woche, ja. So, Sabine, hier geht mal bitte auf den großen Fury und der Rest, der auf keiner wichtigen Position ist, kann gerne auf was Dickes gehen. Muss aber nicht. Also ich könnte immer noch verretten, ne? Ja, du kannst es versuchen, du kannst es auch verkacken. Dauert ja noch einen kleinen Moment, bevor es losgeht, oder? So, ne, ich dachte, du brauchst meine Hunde, deswegen. Ja, halt irgendwas, was mehr Schaden macht wie der Hunde. Ansonsten kannst du auch auf dem Hunde bleiben. Na komm, ich geh auf Retri. Ich glaube, ich geh dann Sister. Aber wie gesagt, ihr müsst nicht. Du kannst auf den Fury, aber wenn dann jetzt. Sister, brauchst du es noch? Willst du jetzt wirklich mit einem Battle Pass weniger spielen, oder? Genug. So brauchen wir den BRs. Einfach keine Sterne. Dann soll ich mit der Olde dran bleiben. Dann geht es an Ort. Willkommen, egal. Hauptsache, ihr macht mal hin und die Lochkörper fliegt auch. Wir sind Leute halt besser spielen. Dann brauchen wir keine BRs. Braucht noch jemand verloschenes Licht? 3, 2, 1, nein, okay. Bist du, brauchst du ja noch Gläu, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Vermisseln kenne ich gar nicht.
Magier gab es ein Sonderangebot, okay. Ja, was ist deine Einteilung? Ja, Gruppe 3 machen wir dann im ABC und Gruppe 4 macht er unter sich. Da. Die zwei Restos fehlen noch. Ansonsten, Soli, du kannst mal schauen, ob du den Enrage vielleicht runterschießt. Schießen kannst. Mach ich das meistens, wenn ich dran denke. Und es nicht vergesse. Aber sonst kommt das eigentlich. Ja, ich mach das nur mal so zusammen, wenn ich das immer mit dem Mossover einmal Crew gemacht. Durch den ich gespammt. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. So, ja, wenn du dran denkst. Einfach besser machen. Die Restos sind dann auch da. Dann mache ich einen Pult einmal. Richtig schreiben kann. Wird Spaß ein bisschen auf unseren Off-Tank auf. Der hat das letzte Mal das nicht so gut überlebt. War schon hinbekommen. Oh, an, also hier. Als genug Diagier. Der hat ja sogar den Magengürtel jetzt fest verpflichtet. Ah. Für uns. 10er-Stein geht im Übergang auf den Main-Tank, also den K. Okay. Wir brauchten noch Inner-Tokens für Paulus. Ich glaube, der wartet auf die Hardseed-Tokens, dass er sie nur einmal machen muss. Aber irgendwie droppen die seit zwei Rätsel gar nicht. Jetzt Konzentration. Und geht los. Dass du hier vielleicht ein, zwei gute rausbekommst. Ranges. Bogner nehmen. Zwei aufstellen. Wo denn cool machst du die Ranges? Dann mal Ranges und Missy Blast rüber. Dann kannst du mit Stun-Siegel spielen, wenn du es noch nicht drin hast. Meistens ein bisschen angenehmer. Kannst du hier aus der Wave 2-3 Gula rausholen, was du bekommst. Rangers, die es aufziehen. Off-Tank weiterziehen. Hier nach Bagula. Sich einmal rüber. Und Melis. Muss es so reichen jetzt? In 5 Sekunden, nee, in 8 Sekunden kommt der Block, oder? Milis. Ist der Token das Spawn, den holen wir aus dem mit dem Cleave auf. Jetzt dann schön auf dem Off-Tank aufpassen, Heiler. Selber selbst, das passt. Milis, wir kreuzen. Rein. Okay, jetzt hast du es so bekommen, dann hast du die 50-50 noch ready für den zweiten. Melis.
Und so langsam raus, nächstes Zeug kann irgendwo hin. Sag mal, Elba, Diespern, Paints aber auch noch den Missy Blast raus. Porter die Trap aufpassen und rauskommen. Elba nochmal Diespern, hat sich's erledigt. Und Mr. kann noch instant die Combo spielen, Kiri Disco Rayo. Gib mal zwei Anrücken auf Rayo. Lass mal ein bisschen noch Aggro auf, ich hab zu früh aufgeschossen. Oh, Euler plus S bekommen sich um die Sphären. Nächster Geist ist da. Mage ist schon mal mit Umschwenken auf die Geister. Letzter Geist. Jetzt alle Mages mit drauf gehen. Machen wir die eine Sphäre da noch um. Kann Elberne jetzt eine Raidsack reinziehen. Und euch beim Viereck. Rangers weiter auf den Geist bleiben. Oder kannst du den gemütlich stunnen? Wir haben nur zwei Crabs. Mal handzettelt den Assi hier weg. Und Wein verteilen. Nami, raus da. Bewegung. Gehen hier links vom Porter. Mal ein bisschen auf die Timer achten. Das war ein Riesenglück, gell? Und auch nicht rennen wir über das Huhn, wie soll man da ausweichen? So eine knappe Phase mit dem zweiten Crab dann verteilen. Und verteilen. Zwei mittendrin wieder raus da. Noch hin, das nächste Mal Mastery von Rani. Jetzt. Und macht schon die Vikes. Noch Diamant. Eis wechseln. Und jetzt noch Full Dreieck. Mana Combo auf Deutsch. Oh, holt ihr noch raus. Gut, dann gehen wir dann rechts vom Porter wieder lang. Ging zuerst das Entwein auf Sinner. Gottes im Nebar Guerilla. Macht alles rein. Ha, ist vorbei. Like-Schaden ist gut. Ja, die war eigentlich waren nicht sonderlich gut. Ansonsten heißt es eigentlich okay, wie sie gewesen bisher. Und LK bitte immer mit den Vikes mitziehen. Ein bisschen nicht so am Arsch der Welt. Das war jetzt hier so ein bisschen. Das war ein Problem.
Ansonsten, mir ist lieber, ihr spielt Scheiße im PDOK dran, als wie Ruby, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt seit 4 Wochen da das Setup bauen und ihr spielt Scheiße. Da hätte ich keinen Spaß dran. Dann lässt ihr halt das Setup 4 Wochen lang gleich. Das funktioniert leider nicht ganz so einfach. Müssen halt alle ihre Chance haben. Aber wenn wir es nicht zu Pidioka schaffen, dann schaffen wir es auch nie wieder in Ruby. Jen kommt. Wir machen einfach um 11:30 noch ein Pidioka. Haben wir schließlich dann noch eine halbe Stunde. Ultima kommt. Genau, ich fällt da noch eine Flask, ist wahrscheinlich ausgelaufen. Oder ihr achtet mal selbst auf die Timer. Und lauft dann durch den Boss durch und nicht nach hinten oder bleibt stehen oder ach, keine Ahnung, was ihr macht. Lieber fliegt die eine Wolke in eine andere Richtung, bevor sie in meine immer so scheiße liegt. Beginnt gleich. Ihr wollt doch bestimmt nur in Off-Tang ein bisschen die Übung geben lassen. Konzentration. Ranges relativ weit hinten. Dass du wieder 2-3 Gula aus der ersten Wave rausbekommst und Schwarz. Pick-Check rüber und Melees. Links ist noch ein cool Hotel mal. Melees auf Tank weiterziehen. Noch gute Elements rüber. Ranges. Darf jetzt nichts mehr spotten. Von 8 Sekunden kommt der Token. Ranges, Token kommt. Schön auf dem Off-Tank aufpassen. Geh dann gleich hart in Rage. 50-50 rein. Mal rüber. Ranges. Aus. Sind die Minis noch? Never despellen. Und wenn ich mir aus Hammergolf aufheben und fly mal Indian. Ranges. Paints aber auf dem Off-Tank. Selber nochmal raus zu spellen. Big Chick muss raus. Auf dem Portal die Trap. Ja, Tuma Hammer Golf dann im Übergang auf, nach dem Übergang aufheben. Dann spielt euer Mana Combo wieder direkt. Der Geist ist da. Die Mensch ist jetzt schon mal mit umschwenken. Der Bäcker gibt mal einen Rücken raus. Ja,
Letzte Geist, welches jetzt alle umschwenken. Raidzig von Alba wieder rein. Und dann euch wieder mein Viereck. Dann mir die Maus noch Hammergolf aufheben. Und spielen. Weil in 2. Okay. Weg davon. Heilig noch raus und nochmal einen heiligen Zorn. Gut, dann gehen wir hier zum Porter hin. Geist finde ich, ne? Wo irgendwas wegschaut hat. Gut. Dann denken die Walks von oben zu spotten. In knappe Phase mit dem zweiten Crypt anverteilen. Und verteilen. Ah, es gecrappt worden, kann Schaden machen. Mal Kreis, voll Kreis. Und auf Dreieck gehen. Weil der Wand noch. Dreieck noch. Bleibt mal am Rand. Legen wir so ein Wein ab. Nehmen wir wieder so ein Blaueck. Lass den Weg frei, wo wir die ganze Zeit waren. Ein auf Soli. Kommt wieder zum Viereck hin. Mach den Weichspiel noch mal zum Mana. Angels kann auf Diamant gehen, die treffen ab. Machen wir einen heiligen Zorn. Cray, Elba muss einen Tank links spotten, muss er gar spotten. Wir haben keinen BR. Wird lustig. Die Idee ist verloren. Kommt wieder zum Viereck. Bankiere Lamana Hymner. Weil es Titan. Zwei Crabs noch. Wenn das schon mal auf Abstand gehen. Und dann freien Hammergolf. War wieder schlecht. Schon mal die rausbekommen. Weiß. Weiß jetzt noch 5%. Yep. Gehen wir wieder links vom Porter dann hin. Minimaus das Anregen mal auf 5 Pick Chick geben. Als erstes Weiß nach dem Crab dann instant verteilen. Verteilen. Weil auf Talamans und das ist so ein Bankirilla. Idee verloren. Das sind Glocken. Dann können wir es ablegen. Rebecca, geh mal auf Heal bitte. Gute ist, wenn wir jetzt wieder einen Seelenstein, also ein Tank abnippelt, kann er sich dann wiederbeleben in Phase 2. Watch, du weißt doch, dass wir 4 Retris haben, also wir müssen dann mit Schatten Mastery und so nicht sparen. Ne?
kein Heiler drauf, ich sehe da jetzt nicht den Grund, ich will jetzt keine Schatten Mastery Roter machen. Boah. Ich meine, es gibt halt auch keinen Grund, das mit ins Grab zu nehmen. Aber jetzt halte ich mich wieder raus. Ich hol mir kurz was zu trinken. Ist gesprungen und wird mal läuft. Was gegebenenfalls noch werfen die zwei Läufe jetzt aus. Ranges. Ich nehme an, jetzt kriegst du so den Bullen halbwegs selbst hin. Racing rüber. Man geht auch eine Trap aufpassen, Milis, und zurücklaufen aufpassen. Im nächsten Trip die Milis aufziehen, die Ranges aufziehen. Wo soll ich gerne noch Alex rüber? Milis. So, in 6 Sekunden kommt der nächste Token, ne? Milis mit einer Token ist vorne, damit den Cleave aufpassen. XD rüber. Okay. Milis kreuzt da. War scharf kreuzen. Ich will aufs nicht, ey.
Elis. Ist euch, ach das ist euch, okay. Ranges. Er ist irgendwie an der Seuche gestorben. Ja, Seuche. 50-50. Raus. Okay. Heißt es, da bleibt vom Token hinweg, dass er den da schön weiter aufdenken kann. Wenn ich es einfach ein paar Schritte nach hinten oder so gehen. Gib mal Painsable. Ah, der brauchst du gar nicht mehr, passt. Minimaus kann mal. Guck sie aufheben. Kannst du an den Seelenschein auf den Main Tank setzen. Mage ist schon mal mit Umschwenken auf die Geister. Letzte Geister. Elba wieder eine Raid-Zirk reinziehen. Was soll man so dumm im Viereck? Range ist weiter in den Geist noch. Jetzt sollte ich weiß gehen. Bei Furies drauf. Einen 3 auf Korb. Ah, letzte Wald noch Dreieck. Wäre wieder rausgenommen worden. Da kann Big Punk nicht Rieder schon mal machen, damit jetzt genug gechecktes Teil stellen. Wein verteilen. Passt. Freihandregen von Minimaus noch auf Hufpick-Check gehen. Legation, Eis und Boxen. Gut, bleib aber ran, legen das mit Wein an ab. Ja, wollen wieder da raus, wo wir rein sind. Auf Alex, das passt und so und sieht aber den Profen zu. Also auch Sister, du am besten den LK dann so, dass du außen stehst und nicht da in der Mitte. Wenn du so Wein bekommst, da können wir hier uns nicht sammeln. Mit dem noch zusammen. Na, ja, Range ist auf Kreis gehen, es fliegt ab. Kreis ist draußen und dann jetzt noch Dreieck und dann Bein in zwei. Bein auf Rani, das passt. Römer kann seinen anderen Recken auf Rayo geben. Oh, ist schon gut. Und Weinen 4, Ranger sich schon mal verzeihen aufs nächste, eine Mastery von Rani. Jetzt. Wein auf Elba. Aus da. Bewegung. Kannst du das mal. Ja, also, habt alle belegt. Kannst du in Pony gehen und irgendein anderer geht wieder mal rein. Und irgendwie anders haben wir Golf oder so rein in die Dings gibt. Kannst du dann Frost gehen, Rani? Wir kriegen wahrscheinlich als erstes einen Wein, verteile ich einfach ein bisschen drum, egal. Ne, es kommt zuerst Walks zusammen beim Vierk, sondern beim Vierk. Danach instant verteilen. Den Stein dann anheben. Verteilen.
Und dann zweien raus, raus, raus. Nächste eine Mastery von Hammergolf. Und getoppt und noch die Bikes nochmal. Dreieck. Variation. Lass dich runterfallen. Dreieck. Diamant. Diamant werden wir wahrscheinlich verlieren. Ja, Diamant haben wir verloren. Dann ziehen wir die Kantphase. Oder ist er noch oben gekommen? In Wein kommt nochmal. Ist Bild schick gewesen. In Wein. Was? Dann ziehen wir die Kantphase. Oh, da sind noch alle oben. Das ist gut. Crane nachbuffen, bitte. Oh, die Vikes nicht mehr stunnen oder sowas. Einfach fliegen lassen. Einfach alles fliegen lassen. Raidzig vom Tank. Stell einfach deinen Teil hin, Rayo. Mach jetzt nicht auf die andere. Ist halt einfach so hin. Minimus kann es anregen, wenn man noch auf Rauffugpitch gehen. Jetzt der Geist ist da. Mages mit Umschwenken. Letzter Geist, dann geht's rein. Range die Sphären umboxen. Ob das jetzt keiner von den Geistern zieht. Lass den neuen in Ruhe. Oh, Gray. Den Vampirblut direkt. Okay, passt. Hast du alle Buffs mittlerweile, Sister? Ich glaub ja. Esper wird eventuell einen Anregen nehmen. In der Mana kommen wir spielen. Was muss Tide noch dazu? Elba, du müsstest oben gleich mal gucken, ob du das zweite Add kriegst. Ich glaube, das ist noch auf mir. Trotzdem oben. Man kann dann gleich deine. Ein Mana bei den Geistern wieder aufmachen. Oh, eine Akasha, da sind noch zwei da, den Lawn einfach crossdotten. Und dass du beide auftankst, dass du nicht irgendwie in die Gruppe reinziehen oder so. Ein bisschen an der Seite. Geh auf die andere Seite dann hin. Unser Heal Purple Bubble auch bereithalten, du musst wahrscheinlich so. Akirilla dann. Akirilla dann in die Geister reingehen. So rechts Max Mini Range. Bein raus, da ist. Komm zwei durch, aufpassen. Das passt schon. Aus den Bein raus, Bewegung, Leute. Schnell auf die andere Seite rüber. Früher Crap. Geh dann Heal Pilot zusammen mit den SP oben sorgen. SP bräuchte Mana. Florian müsste anregen, ready haben ganz auf Bankirilla draufhauen. Wir können auch Mana kommen spielen, also. Nur mal selber. Ja, komm mal hier in der Ecke, kannst du hier in der Ecke die Mana hin reinziehen, Bankirilla? Das ist halt von dem Hilfbeck rein. Geh mal hier ein Stück in die Mitte rein, kommt mal hier zum Viereck. Hier passiert nichts weiter. Bein verteilen auf der anderen Seite. Terlaments zusammen mit Bucky gelassen. Hier läuft. Einer kommt durch. Den nächsten schnappe ich mir mit einem Block.
Der Hinari ist wieder vorgezogen. Wisst ihr das? Jetzt war kein Spruch, warum? Weiß ich nicht. Ich hab nicht entpariert. Rein, Achtung, raus da. Auf die andere Seite kommen. Ich stelle mich dann mit dem Block kennen, also schaut, dass er alle beim MK steht. Sind alle weg, wunderbar. Gerade sagen, glaube auch, dass es ein Spott ist. Oder war? Ah, nur aus dem Spott. Ein paar. Man könnte ja dann noch so alles an Mana und Zeugs reinhauen, was ihr habt. Ist sowieso der letzte Raum. Hoffentlich. Also macht keine Scheiße. Und achtet mal ein bisschen besser auf die Invite-Timer. Wenn einer pennt, dann wird es riesengroß. Oh, ich geh kurz auf die Bombe da vorne. Nicht da reinlaufen, Fläume. Tut weh. So, entweihen, verteilen. Sie blast. Jetzt ziehen wir dann den LK nach dem Geist, dass wir nochmal rüber zur Sicherheit. Nichts Böses passiert. Und wenn sie nochmal runterkommen, dann gehe ich wieder einfach rein. Ja, Watch, du bist dann mit PTOK raus, oder? Ja. Okay. Dann gehe ich wieder nochmal rein, entweihen, nochmal Minimaus raus da. Bewegung. Genau das meinte ich. Und haben wir es geschafft. Hinami, möchtest du einen Rücken haben? Alles klar. Dann geht Hinami auf den Rücken. Wer möchte Trost haben? Die EU ist zum Beispiel auch ganz weit oben. Möchte wer vor Benny noch Trost haben? Nicht. Okay, dann haben wir die wichtigen Items verteilt. Haben wir Golf gestartet auf irgendeinen DD. War irgendein DD. Ich glaube SP ist gar nicht so verkehrt. Gut. Ja, zukünftig für die Heiler prinzipiell könnt ihr euch selbst entscheiden, wie viel Heiler ihr bei Syndra oder LK spielen wollt, aber. Und angesichts, dass es halt so First-Try-Punkte gibt, würde ich sagen, in der Regel eigentlich eher sicher spielen wollen. Aber kann sich prinzipiell auch Ayani entscheiden. Das ist mir relativ egal. Ich bin bei Watch, also. Heile einfach kurz. Also Syndra haben wir schon festgestellt, dass das macht keinen. Weiß nicht. Bei LK. Ja. Ich meine, wie viel können die Heiler dafür, wenn die in meinem so furchtbar scheiße liegen und die Heiler da halt rumlaufen müssen? Ist mir eigentlich egal. User was Köfte, wir brauchen dich bitte für Uldur. Für Video. Uldur. Straf Uldur. Köfte, bist du da? Hallo. Der hat nur PDOK gehört und dachte sich, ne, kein Bock. Ja, er ist gerade auf der Schüssel, hat mir im Teamspeak geschrieben. Ne, im WhatsApp hat er mir geschrieben. Okay. Es ging aber schnell. Kannst du UH spielen für PDOK? Ja, sollte gehen. Gut, dann können wir es so machen. Weil dann Auto-Attack und dann Instant Story, man hätte da nichts machen können in 3 Sekunden. Kommt manchmal vor. Der Rest geht dann bitte auf seine Assist-Chance. Oh, außer jemand möchte noch auf eine Eule oder sowas. Das wäre auch nicht. Ja, ich gehe wieder auf die Eule.
Ja. Adrex geht dann auf den Parler Tank. Hinami geht auf den Elba, du traust dir die kleinen Ads zuzuzeigen mit dem Parler, oder? Das kriegst du hin. Schalten also die jetzt bei Anu. Von mir aus kannst du auch Bär spielen. Ich weiß nicht, Hinami. Nee, Hinami lockt um. Traut sich jemand zu, Power Tank zu spielen? Ja, kann ich auch machen. Ja, dann spielst du Power Tank. Ui. Und Jared ist nicht da. Das Chaos ist, glaube ich, wie vor all, also an unserem Power Tank. Mitrios kann er da auch gleich haben. Nicht bei der K-Waffe, bitte. Machen wir hier einmal so einen. Oh nee. Also, ist meine gerade meine erste Gedanke und Vermutung. Nein, ist es okay. Ich kann DD spielen. Warum nein? Oh Gott. Ist nicht okay. Dann muss ich. Ich hab auch noch gewürfelt auf das Ding. Ich hab das auf dem auch noch nicht. Jetzt habe ich schon grob zugewiesen. Vielleicht gibt das er ja ab. Muss er nicht unbedingt. Außer wird es unbedingt wieder loswerden. Danke dir. Was noch die zwei anderen, drei anderen los? Ich bin kein Schlachtzugsanführer. Achso, ja, weil du meine Marks in Phase 2 kaputt machen hast. Dann machen wir mal eine kurze Pause. Dann Krieger, braucht da jemand noch Krieger, auf den wir umgelockt sind vielleicht? Ich will es nicht haben. Da kannst du verkaufen. Ich weiß, das heißt nicht Bescheid. Dann diese zwei schönen Waffen, ich nehme an, unser Elbar braucht beide. Würdest du beide haben? Dann machen wir ein Plus Plus. Gut. Der Rest ist so also Plus Second, dann gibt's halt. Wir wollen es nicht übertreiben. Ist auch süß wie Butter. Ayani, bei wem oder was einladen? Bei Handzettel kannst du dich einladen. Also Katakuri, mir wäre es ganz recht, wenn du Paar hier spielen würdest. Außer es gibt eine Begründung, warum du es nicht machen möchtest. Wenn mein Internet dann weg ist. Mann. Ja, dann mach halt ich hier Paar. Nee, ist okay, dann heile ich halt. Ich hätte nur lieber DD gespielt, aber ist okay. So, ich bin auch mal 5 Minuten AFK. Gib ihr Handzettel dann mal Lied. Genau. Adrix, du hast auch einen Assi, wenn du Lust hast, kannst du es mal sortieren oder so. Dafür wird Adrix nicht bezahlt, nur zum Ansagen. Ist mir egal, dann mach ich das später. Ja, frag Adrix. Missy, ist mir egal, was du spielst, ja. Was du eine SP hast oder sowas. Schauen wir mal, was die anderen da alles. Gerb, auf was bist du? Sag mal viel Glück im PDOK. Sehen wir uns. Gerb, Glücks hier. So, ich hoffe. Ich bleib einfach im Match. Außer fühlt sich da nicht wohl. Kommt Kruxy auch wieder zurück? Ja, du hast gesagt Pause, oder nicht? Ja, okay. Dann mach ich kurz Pause.
Dann mache ich das gleich. Wo ich mir jetzt einen Kuchen kann, ich mir das verdiene. So, wir finden jetzt noch ein Rät. Rani, ich hoffe, du bist noch da. Snoopspot ist jetzt so. Ja, du bekommst noch zwei. Nee, bekommst keine 2300. Wir finden jetzt noch ein Rät. Hallo, wer fehlt da noch im Raid?
20 Leute hier im Channel sind. Mal doch für sein MDD, oder? Er hat den Schlagzug alles verlassen. Das ist für okay. Kann sein, dass wir gerade drei Tanks haben. Ja, Sister, du hast doch einen UR-Spec, oder? Ja. UH, dann macht dann Sloop Spot, dann Main Tank. Atrix und Traugrius sind dann die Parler Tanks. Und dann sollte es passen, oder? Ja. Würde ich sagen. Dann komme ich jetzt auf Sydney. Atrix. Auch was anderes gehen, mich juckt's hier nicht gerade. Bei DKs finde ich ganz nice für die Kugeln beim Käfer. Genau. Und kann zweitens eine linke mal grabben, der andere die rechte grabben. Kannst du das Ziel 9,5 Set holen oder so? Nö. Dann halt nicht. Das ist mega. Kannst du auf Nase bogeln. Will ich gerade nur, ob ich auf den dicken gehe, dann lieber. Dann jetzt bitte. Oh, ich glaube, ich mach das mal. Besser wie nachts um 11 wie einen Kaffee. Schnaps. Ich wüsste. Gut. Ob ich jetzt Kaffee trinke oder irgendwelche Energy Drinks. Lunaya, habe ich noch irgendwelche Punkte vergessen? Kannst du mal kurz drüber schauen, falls du Lust hast. Nicht, dass ich da irgendwie ein Bescheißer so ist. Alle in Range, die paar Kollegen, die eine Mastery zur Verfügung haben, können schon mal sich gegenseitig outrange ein bisschen in Feuer gehen. Da gleich mehrere Masteries ziehen können, das ist ganz cool. Ich glaube, Rani war noch nie dabei in der PDOK, oder? Der Rest müsste eigentlich sich halbwegs auskennen, oder? Ja, einfach auf Atrix hören. Das sieht soweit ganz cool aus. Also, zumindest eingestellt sind sie ganz cool, aber wafft sie mal durch. Ich hätte gesagt, wir haben ja auch schon oft genug PDOK gemacht, wer sich vom Käfer anchargen, das gibt 40, kriegt auch GP. Leute, wir haben irgendwie 4 Trainer ist in Gruppe 3 und 4 und in Gruppe 1 und 2 keine. Fix das mal bitte. Das kriegen wir hin. Welchen Käfer meinst du? Hier mit dem Cutter. Nicht den Käfer, sondern diesen komischen Eisheuler. Eisheuler da. Also werde ich da anchargen, das geht auch hier. Ansonsten schmeißt doch bitte Flask rein auf die Oka. Eine Flask sollte ja schließlich reichen. Da steht ein Fisch. Ist davon und ansonsten hört auf Abrück seine zeitliche Stimme. Ja, es kann doch mal bitte in den Frost gehen. Vergessen wir das nachher nicht.
Nebenbei einmal Ready Check. Hier in Verbindung fehlt noch vier Leute am Fisch. MF muss mir sie noch verteilen. Und Dynamo braucht noch Gift auf der Waffe. Sechs Flasks können auch noch einballern. Haben wir jetzt okay, Tauri ist jetzt gerade Tank, okay. Tauri und Snusbot, genau. Weißt du, was du magst, Tauri? Mhm. Dynamo, was fehlt dir? Richtig, hast den Ready-Check nicht angenommen. Einmal eben eine Rückmeldung, ob du bereit bist, bitte. Also, Gorm, was wolltest du diesen ZM wieder? Sprech da hinten schon mal an. Machst du mal bitte Flaske. Das ist so OMFG. Da steht auch noch ein Fisch für Hinamo und Rani. Der Boss ist doch noch gar nicht da. Wie cool. Dann schieß mal das Bärchen gleich zuerst auf. Mit dich hab ich alles. Kommst du mit Fußball gucken? Fängt dran, aus dem Feuer rauszugehen. Die kleinen Mistviecher nach vorne tragen, damit wir da schön reinspalten können. Das ist hier kein First Hit. Bärchen einmal aufschießen. Und dann geht es los. Die Schneebeute schön nebenbei mit wegkieven. Passt auf, dass er da keine Feuerstacks sammelt, geht er fix raus. Fangen wir mit dem linken Wurm an. Geht dann bitte unser Bärchen ran, der Parler geht an den rechten Wurm. Wenn er gestirbt, schmeißt er nochmal Schneebeute in die Gruppe. Den linken Wurm ziehen, wegfokussen. Wollte. Komm nochmal, haut die mit weg. Sobald der linke Wurm down ist, gehen die Milis schön an die Wand, verteilen sich großzügig im Raum. Das ist der komische Debuff nicht auf 1000 Leute überspringt. Milis werden paralysiert, die gleich bitte einmal rausholen. Auf dass er aus der Feuerbombe noch rauskommt. Ich denke, kann nichts mehr machen, passt mit euch auf. Wollen wir Erfolgsfähigkeit machen? Holt die Leute raus. Go. Nicht. Leute raus. Wie die es verteilen, wie die schön im Raum verteilen. Guck, dass die Leute da noch rausrückt. Great Sack. Läuft. Perfekt. Das nächste dann unser Heal-Parler gleich. Da dann auch die Masteries, die Feuer-Masteries dazu. Rani und OMFK, verzieht euch mal bitte vom Boss. Magic Mastery. Viele Divas. Haltet da richtig gut rein, haltet da richtig gut rein. Da könnt ihr alle mit rankommen, könnt ihr einen fix umhauen. Die Divas bleiben noch ein bisschen weg. Wunderbar. Gut, dann ist jetzt Eisheuler dran. Denkt dran, sobald der uncharged, seht ihr auf der Karte, wohin der charged. Macht das.
Himmel läuft auch schon. Okay, einmal Menschenfähigkeit, nur so als kleiner Tipp, wenn der. Ja, okay. Aber auch für die anderen, die es noch nicht gehört haben. Menschenfähigkeit holt euch und alle anderen, die da eingefroren sind, da raus. Guckt einmal schön, wo ihr hinchargt. Wunderbar. Und dann haut weg. Man muss das Skippy andrücken. Perfekt. Sehr schön. Okay. Schwebt er bei euch auch in der Luft? Ja. Perfekt. Komm hin, da wirst du sogar. Ach, da kommst du gut ran. Genau. Ihr seht selbst den Loot, wenn da irgendjemand was braucht, mal kurz reinposten. Ja, rollt der Kirschner. Darf gepiffen, dass der keinen sinnvollen Redberuf hat. Das gibt voll viel Grit. Ja, alles gut. Also wie gesagt, wenn ihr da ein Item braucht, das jetzt was getroppt ist, postet es mal kurz rein. Das lohnt sich nicht, den ganzen Mist zu posten. So, Adrix weitermachen. Auch immer. Denkt an die Stacks runterzunehmen. Wir haben 3 Magier, der sollte also relativ zügig gehen. Wenn die nicht schnell genug sind, dann displayt den Scheiß da einfach runter. Portal ist natürlich Fokus Damage, die hätten ihn wegprügeln. Teufelsfeuer unterbrechen, bei der Legionsflamme laufen, beim einen erscheinen einfach die Kollegen einmal toppen. Teilt. Schon wunderbar. Dann geht's in 5 Sekunden los. Ja, das Legionsflammenziel. Stacks runternehmen. Portal ist da. Haut das Portal um. Wohl nur eine Herrin haben, zweites auch gespawnt. Fokust einmal die Herrinnen weg. Immer schön in die Herrinnen reinfokussen. Aurel toppen. Runternehmen. Ja.
Lasertoppen. Die Rede ist gerade mal laufen. Na, Vulkan gleich spawnen, kannst du den Boss mit reinziehen. Wir den fahren weg. Noch mal runternehmen. Ja, noch mal die Flamme. Ui, Trost. Ui, dann komm schon mal auf die Ali-Seite rüber. Dann alle Schneide mit 450 können wir rollen. Ich hab das Rezept halt schon. Ja, ist halt so. Also das Missy Science. Also das kannst du. Da du es ja nicht mit Schneider gewonnen hast, kannst du mitmachen, was du magst. Also ich bin auch nicht böse, wenn es das verkauft oder was auch immer. Du hast den Kram ja da draußen, ne? Jo. Dann einmal Trost. Dann geht es an Benny. Nee, also wenn ihr da sinnvolle Items habt, die besser sind, dann kostet das Zeug nichts. Ansonsten, das kostet allgemein bloß 20 GP. Also wenn ihr es eine Verbesserung ist, nehmt ihr es einfach mit. Unter 40 kaum, dass ich komme, oder? Ja. Jetzt muss ich mich bei Cordy wohl doch noch für Valanir anstellen. Ich glaube, da musst du lang stehen, oder? Vor allem musst du für jeden scheiß Schad 5k mitbringen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Und gefühlt erstmal ein Jahr reden. Hat sich für ein 5k für Valanir nicht viel. Oder halt 5k mal 30 sind es, oder? Jo, nur 50k. Wenn wir bedenken, dass man so einen Schattensplitter da mal hinterhergeschmissen wird, auch einen K zahlt, wenn man es nicht so bekommt, ist das eigentlich nichts. Bei Valanius kriegt man nur 2 Stück im Jahr zusammen, oder? 10 bis 12 Wochen. Ah, okay, das geht ja, dann sind sie doch 5 Stück im Jahr. Reihenfolge ist wie immer Totenkopf, Kreuz, Sonne, Mond und Sterne. Wir starten ganz normal mit Face-Akku von den Tanks, dann eine Grab-Kette. Vodkingham macht bitte den ersten Grab auf Totenkopf, Razor dann nochmal einen zweiten, um den weiter in die Gruppe zu kriegen. Wir haben heute keinen Baum, das heißt, die Hexe könnte sich um den Diszi kümmern.
Der Rock kümmert sich um den Heal-Parler. Böbel und Frosch und was auch immer hier so alles. Welches Target ist denn der Disti? Ist das das Grüne oder? Disti ist Diamant. Okay. Also schieb's Wirbel, Frosch immer auf die nicht aktiven, gefährlichsten Targets, wenn wir so Totenkopf und Kreuz spielen, Sonne, Mond, Stern in der Reihenfolge zu C10. Solltet ihr hinkriegen, wir haben zwei Schurken, das ist korrekt. Sucht euch einfach ein nicht aktives, gefährliches Ziel aus. User in your channel timed out. Kann einer der Schurken auch an den E-Paler oder an den Dresdu gehen. User entered your channel. Duty, wir haben 2, 3 Priester. Dann hätte ich gerne das Anti-4 von Kiri Disco auf unserem Heal-Parler, das Anti-4 von Bankirilla gerne auf Ayu und das letzte von Nuktur auf Kuryu, dann haben wir zumindest unsere Healer safe, dass die ordentlich durchziehen können. Aber denkt an C10, denkt an den ganzen PvP-Scheiß. Bleib mit du CC ist immer das nicht aktive, gefährlichste Target. Denkst du an immer die Leute schön zurückzukicken. Wird natürlich für alle überleben. Denkt auch an eure Menschenfähigkeiten. Auch Verblassen zum Beispiel hilft als SP oder als Best auf euer allgemein. Damage. Guckt, dass ihr schön CC't. Wenn die Kollegen hier in die Gruppe reinkommen, gerade die Melee Scanner einfach zurückkicken. Super, mach mal dein Leben weniger. Wenn die ihr Leben runtergebracht haben, dann bitte auch nicht nochmal nachbuffen. Das ist ganz cool. Wird waren alle bereit, die beiden Tanks können dann Pulthammer stellen. Dann aber mit Face Akku da reingehen und wie gesagt, wird gegen ihm den ersten Grab Razor, den zweiten. Also ihr könnt gar keinen Pulthammer stellen, nur natürlich mal. Und lasst das Cross-Totten weg, was wir schon mal öfters hatten. Also wirklich nur Single-Target, nicht spalten, nicht irgendwo da irgendwelche 10 Bomben drauf machen, da holt ihr nur die CCs raus. Genau, immer das aktive Target, was gerade weggefokust wird, bitte auch. Merchant, also die ganzen Hots runternehmen. Das, was kein Tank ist, hat da drüben nichts zu suchen. Zweiten Grab bitte, wunderbar. Gerne in HT rein und Totenkopf wegfokussen. Denkt dran, ihr könnt hier, wenn ihr nicht gerade Tank seid, nichts tanken. Wenn ihr von irgendwas Akku habt, weglaufen, gerne eine Bob callen, was auch immer. Und Despell. Bakuyo einmal an, bitte. Und denkt an die Despells. Dann bitte Fleumel einmal den euren Kollegen aufheben. Kreuz ist da drüben, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Wieder im Kreis. Und guckt, dass ihr die Mobs hier ein bisschen auseinander gesprengt kriegt. Gerne einfach ein bisschen reinkicken. Kreis ist aktive Target jetzt. Wenn die Maus, wenn du reinkommst, nochmal Krux hier aufheben. Und das Despell nicht vergessen. Mars Despells rein, sind viele Leute gefiert. Shalea, bitte. Okay. Denk an die Despells und Finish-Kreis. Coco, krieg dir hin. Kreuz ist jetzt auch bei uns, dann können wir jetzt aufs Kreuz gehen. Die Hots runternehmen, wunderbar. Und denkt dran, die auch alle zu stunnen und so weiter und so fort. Könnt ihr mal eure Teils hinschmeißen, wenn er dazu kommt und Bakuyo nochmal einen Anregen geben vielleicht. Ja, Massenvier und alles. Und nimm die Hotz runter vom Kreuz. Wunderbar.
Wie war das für Mana? Noch eine Mana-Hülle von Kirin. Das zweite Tide noch einmal aufgestellt. Und ans Diespellen denken. Und weiter vorhin Schaden auf den Gogo. Die müssen jetzt mal fallen, da hinten die Gruppe mal ein bisschen auseinandersprengen. Dann einmal hier auf dem Mond, der steht gerade hier vorne so schön einzeln. Wenn Snoozebot gerade keine Akku von irgendwem hat, dann einmal Chevalier aufheben. Und weiter schön auf Mond. Chevalier, der Red sollte angekommen sein, bitte auch annehmen. Das soll auch Wienchen. Jo, mach das mal. Anregen sind auch noch 3 Stück frei, könnt ihr auch noch verteilen auf die Heiler, die freuen sich. Dann einmal den Stern umhauen. Kann Chevalier noch einmal einen von den beiden Ideen, wo er gerade rankommt, aber eben aufheben. Grüße. Dann noch weiter auf die Migis auf. Könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit Viereck rauszuhauen? Dann hauen wir jetzt das Dreieck einmal um. Und denk dran, einmal den Hot runternehmen vom. Beide Hots runternehmen vom Dreieck. Guck mal. Eure Anregen noch rausgeben auf die Heiler. Es sind noch Anregen da. Heiler sind ziemlich oben. Wir haben sonst nichts anderes mehr. Viereck weghauen. Das ist auf dem Midi da auf der Lärm wirbeln ist. Hier auch noch umhauen. Guck mal, dass wir die anderen da ein bisschen wegkriegen. Perfekt. Dann haut die Midis jetzt weg.
schön zu Ende gebracht. Dann die Toten einmal aufheben. Hier auch nochmal ein Fisch. Wer hat denn alles noch Tank Spec und Tank Gear dabei? OMFG wahrscheinlich auch noch. Mich schon die ganze Zeit, als wenn ihr was für den Items da braucht. Sag kurz Bescheid. Könnt ihr beide gerne schon mal auf Tank gehen? Wenn OMFG auch entsprechendes dabei hat, wäre das ganz cool. Wenn nicht, ist auch gar nicht so ganz wild. Wir haben ja 6 Tanks, oder? Ja, bitte. Die Snoozebot und Taurier werden sich natürlich die Tanten schnappen. Wodkingham und ich machen auf der linken Seite die schwarzen Kugeln. Parallel und OMFG auf der rechten Seite. Ich werde links vorne spielen, Wodkingham von hier aus gesehen links hinten. Charlie rechts vorne und OMFG rechts hinten. Schnappt euch alle eure Farbe, die ihr so braucht. Nehmen wir einmal einen Ready-Check. Buffs sehen soweit schon fast ganz gut aus. Einem F nochmal eben verteilen. Razor und Gorb, was fehlt euch? Razor, was fehlt dir noch? Jetzt sind alle bereit, wunderbar. Razor würde doch eigentlich noch auf Tank gehen, oder nicht? Was, wie, wo, was? Ich Tank? Oder nee, wir haben jetzt mehr als genug gepasst. Okay. Gut, dann ja, gibt es ja noch einen Pulter, mal denkt dran, dass die beiden Tanks ein bisschen mehr aufbauen am Anfang. Razek von Taurio rein. In gleich eine Spezialfähigkeit. Spezialfähigkeit. Alle zu Nacht wechseln. Nehmen wir auch in Mastery in Schatten rein. Vielleicht dran denken, wieder zurück zu wechseln.
Pass nochmal mit dem Kugelspawn auf. Nochmal eine Spezialfähigkeit gleich. Da gucke ich nochmal einen Razor geben rein. Wunderschön, dann können alle wieder auf die Idee gehen, außer ich. Ich bleib auf Tank. Wunderbar, dann kannst du ihn schon mal ansprechen. Wie bei anderen Boss auch, wenn ihr was braucht, sagt kurz Bescheid. Der Hals ist zum Beispiel gar nicht mehr so verkehrt. Ist eigentlich richtig gut. Seid ihr im Hals? Ja. Besser ein angehenden Hipper zum Beispiel, das kostet so nichts dazu. Also. Ja, aber ich hab noch keine. Den habe ich auf meinem Mage auch, der ist fast so gut wie du Holz, der ist. Nee. Genau. Ja, ich meine genau. Ja auch unseren Katakuri zum Beispiel. Der wie Kurz N hat irgendwie ein oder zwei Int oder so ein Scheiß mehr, das ist halt lächerlich. Was würdest du haben? Also, hast du den Hals anders dabei abgegeben? Ja, weiß ich nicht. Katakuri, würdest du den Hals haben oder? Ne, der Hilfer ist nur für PvP. Ich will sowieso keinen Hals haben. Vom PvE. Hä? Der Healpaler ist nur für PvP. Ich brauch keinen PvE-Hals, wenn der eh nur BQNH basically ist. Ist nicht so wichtig. Du spielst doch jede Woche Healpaler. Tauwilweise den ZM-Hals. Und Rani, dann geht es an Tauril. Denkt an, der Typ hat jetzt Face-Akku. Julio, Anub, Snoozebot nimmt natürlich einen Boss, weiß da Bescheid. Ungefähr 25 Sekunden vor dem Abtauchen kannst ihn schon mal wegziehen, hinten wieder in die Ecke hinein. Links grab bitte Wodkingham die Sphäre runter, rechts bitte Razor. Die Healer werden das gleich untereinander klären bestimmt, haben sie wahrscheinlich schon. Ich hätte gern von einem Naturresi, ist mir egal von wem. In der letzten Phase schön an den Heal Reduce denken. Sodi wird hinten im Raum in der Abtauchphase bitte die Kugeln runterschießen. Und bitte auch nur Sodi machen. Denkt dran, wenn ihr die Stacheln kitet, schönes Stück vor der Eisfläche stehen bleiben, darauf warten, dass ihr eine Bock kriegt, kurz bevor die ausläuft, auf die Eisfläche drauf und dann weiter Richtung Wand laufen, weil die Stacheln verfolgen euch noch ein bisschen, auch nachdem die Eisfläche ausgelöst wurde. Also bitte Richtung Wand weghalten, damit die Wege einfach länger sind. Ja, die Healer haben sich eingeteilt. Perfekt. Dann gibt es nebenbei einmal einen Ready-Check, ob noch irgendein was unklar ist. Ich nehme jetzt die S auf der rechten Seite. Du kannst gerne die auf der rechten Seite nehmen, nehme ich die auf der linken Seite. Genau, wie Ads im Allgemeinen gespielt werden, weißt du. Ja. Razor, was fehlt dir noch? Bin da, alles gut. Alle bereit, wunderbar. Dann gibt es hier einmal einen Schulthammer. Dann gibt's hier die andere Seite.
Chris gerade nicht ins Target, sorry, eine Sekunde. Passt. Hat gerade nett durchgecastet. Das schön mit dem Heiligen Zorn unterbrechen uns sonst beide. Heiligen Zorn nur für das Aufleben, sonst ja. Kann wird neu jetzt nochmal. Wir wegziehen den Boss. Die ist weg von den Sphären, das machen die Rangers hier gleich noch fertig. Rangers, die Ads finishen. Gogo, zieh deine Ads richtig schön auf die Sphäre drauf, dass sie ja nicht so halb am Rand stehen, das ist gefährlich. Buckingham verfolgt. Hinten ist eine Sphäre unten, wunderbar. Finish nur noch die beiden Gräber hier irgendwie, Rangers. Ein Gräber noch. Perfekt. Optim. Und weiter zum Rand, weiter zum Rand, weiter zum weiter Rand, zum Rand. Weiter zum Rand. Mit Handzettel wird verfolgt, hinten nochmal eine Sphäre im Runterrollen ist unten, wunderbar. Das ist dann gleich von mir eine Bob. Okay. Na gut. Weiter Richtung Rand. Dynamo wird nochmal verfolgt. Dann nochmal eine Sphäre runter. Ich sehe keine Sphäre. Ich sehe keine Sphäre. Hier vorne ist die Sphäre. Die ist hier vorne. Die muss. Gut. Die ist jetzt Käse. Gut. Wieder Boss auf Position ziehen. Vorne ist eine Sphäre irgendwie. Jetzt, wenn ich das richtig sehe. Okay, die sind alle da. Wunderbar. Müssen wir auf der einen Seite ein bisschen aufpassen, weil die jetzt geslowt sind, aber kriegen wir hin. Den Boss mal wieder schön mittig dazwischen. Da ordentlich reingeklieft werden kann. Und die läuft auch. Klumpelt mal schön am Arsch von dem Boss. Hört euch mal schön in den Arsch von dem Boss rein. Das muss alles ordentlich aussehen hier. Muss keiner draußen stehen. Gut, wir sind jetzt auch in der letzten Phase. Wenn dann noch eine T läuft schon wunderbar. Nochmal Ads. Da mal an, wenn ihr könnt, lassen wir mal den Raid-Sack mit rein. Nimm mal eine Hymne. Ja, mal beim Unterbrechen nochmal mithelfen. Nochmal neue Ads. Die Ärzte und Heiler, wenn das noch vergiss es, vergiss es. Einfach mal versuchen. Mach noch Gottes Hymne rein. Einer hat Cooldown. Eigen-CDs. Was kommt, das kriegen wir noch hin. Komm, 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 komm. Ihr wollt's aber. Alter. Was lasst mich denn? Hätte ich nicht erwartet, aber habt ihr schön gemacht. Adrix nicht so negativ. Naja, je weniger Leute leben, umso weniger heilt er sich, oder? Das stimmt. Ich glaube, wir hatten ab 5% keine Heiler mehr oder so. Ja, irgendwie so. Als Screenshot herhalten, ja, das war schon fast beispielhaft. Also, das legendärste, was ich hier gesehen habe, war Kale mit seinem Hunter, Last Man Standing. Letzter, ja, genau. Das war Anno ohne Geiste. Tode ist der falsche Button, oder? Anno ohne ja. Lebendige wäre der richtige, oder? Auf jeden Fall ist es
es ist unheimlich gefährlich, da mit Massenspots zu arbeiten, wenn da vier Ads irgendwie auf eine Seite rüberlaufen. Und Schmiedekunstpläne. Der DD am fokussiert, dann war auf dem Tank, in dem Moment habe ich reingespottet. Naja, ja, auf dem DD ist nicht ganz so wild. Wenn der auf den Resto geht, gibt es einfach eine Bob auf den Resto. Dann haben wir nicht das Problem, dass alle vier auf einer Seite sind und wir haben nicht das Problem, dass der Resto gefressen wird. Aber alle vier auf einer Seite ist halt echt irgendwie schwierig. Hat jemand Schmiedekunst 450? Also nicht. Ich wurde weggesnackt. Das war echt traurig. Ja, dann geht es an den armen Schattengott. Ja, das ist so. Keine. Wo bin ich denn? Wenn noch jemand was von dem anderen Dinger da. Wie gesagt, ist. Wenn keiner einen Beruf verweisen kann, dann verrohre ich das. Einfach was ist so. Denn für ein Cloak überhaupt drin? Bei Trainers Strahlen, der Castle Cloak. Ja. Eigentlich ganz hübsch. Also. Ja. Fast so gut wie das von Traumi und viel, viel billiger. Vielen Dank für den Raid. Ja. Ich muss gleich noch ICC-10 übrigens mit ein paar HCs wahrscheinlich, falls er noch mehr Bock hat. Wäre ganz cool. Also diese Woche HCs? Ein paar zumindest. Die einfachen halt. Dann in den Rücken da. Vielleicht braucht er noch jemand. Hab ich schon. Was sollst du haben? Komm her. Oh, die Klinge, wo ist das? Langenwaffe. User disconnected from your channel. Schwert. Habe ich das richtige? Dann geht das Anker ab. Und das Schöne ist an den Rücken, der macht halt so richtig was her. Das sieht halt irgendwie besser aus wie der Valier-Rücken. Ja, das sind eigentlich die schönsten Cloaks hier. Die Ornate habe ich ja vergessen. Ich meine halt vom Item-Level her und was halt. Gute Nacht zusammen. Braucht jemand? User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Hab ich nur eines. Braucht jemand was für die anderen? User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Transmog gibt's keine GP, oder? User disconnected from your